Das Rennradl ist schon immer mein Trainingsbegleiter seit den letzten Jahren. Jetzt ist der Toni Palzer gestartet. Wo kann er sich einreihen bei der Zwischenzeit? Das ist unsere erste Kamera auf der Strecke. Da hat er noch eine Kehre zu meistern. Wo ist er, die Maschine aus Berchtesgaden? Immer wieder auch Trainingspartner von Lukas Pöstlberger. Wenn es die Zeit erlaubt, trainieren die beiden gemeinsam. Und da weiß man schon, auf welchem Niveau dieser Athlet hier unterwegs ist. Nicht nur am Rad, sondern vor allem auch beim Skibergsteigen. Uns natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie viel Watt kann ich da auffahren. Habe eigentlich so den klassischen Fehler gemacht, ich bin halt viel zu hart in den Stieg reingefahren. Ja, es war mein erstes Zeitfahren, so etwas habe ich noch nie gemacht. Es war, hat mir ein bisschen schwarz am Tor, okay, wir können das einschätzen, die Distanz. Da läuft die Zeit runter. Ganz vorne kann er sich nicht einreihen, Anton Palzer. Ja, gut eine Minute, 53 Sekunden sein Rückstand auf Matthias Notecker. Das ist doch ein Respektabstand. Rang 7, Zwischenrang 7 für Toni Palzer. Genau, er hat jetzt noch 1,7 Kilometer Zeit. Jetzt befindet sich der Toni Palzer auf der Zielgeraden. Unglaubliche Stimmung trotzdem hier. Eine Minute und 10 Sekunden sein Rückstand. Wo reiht er sich ein? Rang 7, das ist es geblieben. Rang 7, das hat er auch bei der Zwischenzeit gehabt. Toni Palzer fährt unter die Top 10. Alles in allem trotzdem tolle Zeit. Ich bin unter 20 Minuten gefahren. Ich glaube, das kann man lassen für einen Wintersportler. Und ja, es freut mich, dass ich da dabei war. Und es war wirklich ein richtig cooler Tag. Und gut ab an die Organisation, dass sie es so durchgezogen haben, jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit.